Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games auf The Hive. Heute kompetiere ich das Ganze mal wieder nach. Und zwar habe ich eben so ein bisschen SG gespielt, also alleine, solo und so weiter. Und ich nehme ja jedes Gameplay auf, falls ihr das nicht wusstet, wegen Hackern und so, man kann ja nie wissen. Und deswegen habe ich halt auch diese Runde aufgenommen und die ist eigentlich relativ gut geworden. Also ich spoilere jetzt mal nicht zu viel, aber es sind relativ spannende Momente dabei und es ist auch ein relativ kurzes Gameplay. Es geht, glaube ich, nur 8 oder 9 Minuten, was eigentlich ziemlich cool ist, weil ich habe gar nicht so viel zum Ansprechen, aber halt trotzdem noch ein paar Themen, die sogar relativ wichtig sind. Und ja, damit würde ich dann gleich anfangen, aber erstmal noch ein bisschen was zum Gameplay. Und zwar ist das Ganze auf der Breeze Island 2 Map erspielt, auf The Hive natürlich. Und es gibt, ich glaube, so in der Mitte irgendwann ein Zweierteam und ich glaube, dass sie hacken, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also es gab eine Situation von, also es sind halt zwei Leute und jeder von denen hatte eine Situation, wo ich gedacht habe, dass der hackt oder dass halt das Team hackt, weil, naja, es waren halt komische Moves, die sie da gemacht haben, aber im Endeffekt, ab und zu war es auch halt nicht so, also es sah halt nicht so, es sah halt nicht immer so aus, als würden sie hacken, aber doch trotzdem ab und zu und deswegen bin ich mir halt nicht sicher, ob sie gehackt haben. Und ich schreibe halt auch einmal zwei Team-Hacker in den Chat, also das bitte nicht zu ernst nehmen, ich war mir halt nicht ganz sicher, aber habe es dann halt einfach geschrieben, weil, keine Ahnung, bei Five weiß man eh nie, ob die Leute hacken oder nicht. Und ja, das einmal. Und das zweite ist, dass ich mit dem Samaripo-Pack in der Aufnahme spiele. Mit dem spiele ich auch relativ oft privat im Moment, weil ich das eigentlich ziemlich cool finde. Und ich sehe es einfach schon wieder kommen, dass 2 Millionen Leute fragen, wie heißt das 6-Pack, wo kann ich es downloaden, kannst du es mir per Skype schicken, bla bla bla. Und dazu muss ich sagen, dass das 6-Pack ungefähr 1,5 Jahre alt ist. Das bedeutet, ich habe bestimmt keinen Download-Link mehr. Also keine Ahnung, es ist halt das Samaripo-Pack von Juni 17 irgendwas. Und ja, also wie gesagt, Download-Link werde ich jetzt wahrscheinlich nicht finden. Und wenn ihr es so unbedingt haben wollt, dann sucht einfach mal danach. Also ich glaube im Internet, wenn ihr ein bisschen recherchiert, findet ihr das schon. Die meisten Sektionen sind übrigens aus Redcraft oder R3D-Craft, falls euch das weiterhilft oder so. Weil wie gesagt, ich habe halt keinen Download-Link. Und ich kann es auch nicht allen Leuten bei Skype schicken. Ich hoffe, ihr versteht das, weil, keine Ahnung, sind einfach, also zum Beispiel bei meinem Textunpack, das sind einfach immer wieder Leute, die unbedingt mein Faithful-Edit haben wollen. Und der Punkt ist einfach, ich darf es nicht verschicken, ne? Also, keine Ahnung, es tut mir dann immer leid, denen das nicht zu schicken, aber wenn ich es einem schicke, müsste ich es allen schicken, dann könnte ich es direkt freigeben, aber das darf ich halt, wie gesagt, nicht. Und deswegen versuche ich da fair zu bleiben und es einfach keinem zu schicken. Ja, also das jetzt nur nebenbei und ja, ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal mit dem ersten Thema an und zwar ist das relativ. Es ist ziemlich wichtig eigentlich für euch und zwar bin ich vom Donnerstag bis zum Montag nicht zu Hause. Ich fahre nämlich über das lange Wochenende, also wir haben ja Freitag frei wegen Tag der Deutschen Einheit und so. Und da bin ich dann halt mit meiner Familie auf Rügen, das ist eine Insel in der Ostsee. Oder auf der Ostsee? Ne, in der Ostsee, das laber ich hier auf der Ostsee. Und ja, also ich bin quasi dann von Donnerstag nach der Schule, vielleicht einmal kurz zu Hause oder so. Und dann bin ich aber halt bis Sonntagabend auf Rügen und wenn ich dann wieder zu Hause bin, dann werde ich wahrscheinlich direkt pennen gehen, weil es halt nachts ist oder abends halt. Und dann habe ich halt am nächsten Tag Schule und das bedeutet, ich bin quasi erst am Montagabend wieder erreichbar. Also ich bin jetzt vom, ich bin vom Donnerstag bis zum Montagabend nicht zu erreichen. So kann man das erstmal festhalten, so. Und ich hoffe, ihr versteht das und ich hoffe, ihr geht in der Zeit jetzt nicht irgendwie mir so auf den Sack oder so, keine Ahnung. Weil ich weiß nicht mehr, ob ich Internet habe, weil es ist halt wie gesagt eine Insel und ich nehme halt nur mein Handy mit, also mein Laptop lasse ich hier, mein PC lasse ich sowieso hier. Und ja, deswegen hätte ich halt nur mein Handy und ich weiß halt nicht, ob es da WLAN gibt oder so, weil, keine Ahnung, LAN-Verbindung wird mein Handy irgendwie nicht hinbekommen. Aber auf jeden Fall weiß ich halt nicht, ob es da WLAN gibt und ich habe zwar eine Internet-Flat, aber ich weiß halt nicht, ob die da so gut ist. Weil, keine Ahnung, es ist halt eine Insel in der Ostsee und ich weiß halt nicht, ob da auch so gutes Internet ist. Und außerdem weiß ich nicht, ob ich überhaupt die Lust habe, in meinem Urlaub, in Anführungszeichen, irgendwelche Videos zu laden, 5 Minuten lang, um irgendwelchen Kommentaren da zu antworten. Aber das werde ich auf jeden Fall nachholen, wenn ich wieder da bin. Und ja, das wollte ich halt nur mal angemerkt haben. Also bitte seid nicht böse, falls ich euch mal nicht antworte oder denke, dass ich arrogant bin oder so, weil eigentlich antworte ich den meisten schon. Außer ihr stellt jetzt permanent immer die dümmsten Fragen der Welt, denn vielleicht auch mal nicht. Aber ja, ich bin jetzt halt, wie gesagt, nicht da. Und ja, in der Zeit werden auch leider keine Videos kommen, weil ich habe nichts vorproduziert. Warum, sage ich euch gleich nochmal. Aber ich habe halt, wie gesagt, nichts vorproduziert. Und das bedeutet, dass halt in der Zeit bis zum Montag keine Videos kommen. Und ich weiß halt nicht, ob ich Montagabend denn Lust habe aufzunehmen.
Wahrscheinlich werde ich den erst Dienstag wieder aufnehmen und dann werde ich es halt Mittwoch irgendwann hochladen oder Donnerstag oder so. Also wahrscheinlich eine Woche wieder kein Video. Es tut mir wirklich leid, aber keine Ahnung, so ein Urlaub tut auch mal wieder gut. Vor allem, weil ich den letzten erst in den Sommerferien hatte, aber naja, ist auch egal. Aber auf jeden Fall, wenn ich wieder da bin, habe ich auch sowieso nur noch eine Woche Schule und dann, glaube ich, 2 Wochen Herbstferien. Und dann werde ich halt wieder so ein bisschen, in Anführungszeichen, aktiver werden, weil im Moment mache ich es immer so, dass ich die Videos über Nacht hochlade, weil das eigentlich ziemlich chillig ist, statt tagsüber halt. Und das könnte ich in den Ferien halt auch super gut machen und dann vielleicht auch mal mehr als ein Video pro Woche bringen. Keine Ahnung, man weiß es nicht. Aber ja, erstmal so viel dazu. Wie gesagt, von Donnerstag bis Montag bin ich nicht da, rechnet nicht mit mir, also ihr werdet mich nicht in-game sehen und so weiter und so weiter. So, was es noch gibt, ist, dass das hier jetzt die 49. Episode ist von den Hive Survival Games. Und ich habe mir eigentlich überlegt, bei der 50. vielleicht irgendwas Spezielles zu machen, irgendwas Cooles und Special halt. Aber mir fällt da ehrlich gesagt nichts ein. Also, ich weiß nicht, viele YouTuber machen dann ja immer so einen Marathon, wenn sie irgendwie 50 oder 100 Folgen haben. Und das Ding ist einfach, Marathon würde halt dementsprechend, weil es Marathon ist, lange dauern. Und das würde ich einfach nicht hinbekommen wegen meinem Internet. Das würde einfach viel zu lange dauern, hochzuladen, weil eine Runde dauert schon extrem lange und dann, keine Ahnung, 3 oder 4 Runden hintereinander. Das ist ein bisschen zu heftig, glaube ich. Aber wenn ihr halt andere Ideen habt, könnt ihr das auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Ich würde mir das dann halt am Montag, wenn ich wieder da bin oder so, mal durchlesen. Weil eigentlich hätte ich schon mal Lust, ein bisschen mehr Arbeit in so eine SG-Runde zu stecken, als ich sonst tue. Und ja, also wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann lasst mal eure Ideen in den Kommentaren da. Und ja, das war eigentlich so das Wichtigste, was ich ansprechen wollte. Was ich nochmal ansprechen könnte, ich weiß nicht, soll ich das ansprechen? Ja, ich mach's einfach mal. Und zwar habe ich ja einen Skype-Account. Das muss jetzt einfach mal sein. Also wahrscheinlich wisst ihr das eh schon, aber naja. Also ich habe einen Skype-Account, den ihr alle adden könnt. Und zwar heißt der Erik Place mit einem Doppel-I. Ist auch eigentlich immer in der Beschreibung und ja, die meisten haben mich da auch schon geaddet, aber ich möchte jetzt einmal kurz was ganz, ganz, ganz klarstellen, okay, weil, keine Ahnung, mache ich auch nicht. Und zwar, es gibt ja so Leute auf Skype, die schicken so Spam-Nachrichten, so, keine Ahnung, hier, like mein neues Video, bla bla bla. Oder Leute, die mich einfach immer anrufen, oder Leute, die mich einfach in irgendwelche Gruppen ziehen, wo ich einfach niemanden kenne oder so, keine Ahnung. Und ich möchte euch einfach mal sagen, Jungs, es nervt einfach, es nervt einfach, wenn ihr. Keine Ahnung, warum. Also ich finde alles, was ich jetzt gesagt habe, finde ich total unnötig und vor allem eigentlich schon dumm. Weil wer schickt denn an alle seine Skype-Kontakte halt ein Video? Ja, warum? Also ich mache es ja auch nicht. Ich spamme mir auch nicht die Leute zu und keine Ahnung, ich finde das einfach so. Weil wenn ich sehe, dass mir irgendjemand so eine scheiß Nachricht schickt, ne, dann like ich das Video nicht, sondern wenn überhaupt, würde ich es disliken, aber ich schaue es mir meistens nicht mal an. Aber wie gesagt, wenn überhaupt, dann keine Ahnung, das ist doch kein. Na, ich weiß es halt nicht. Auf jeden Fall wollte ich eigentlich nur damit sagen, dass ihr, wenn ihr mir Spam-Nachrichten schickt, wenn ihr mich ungefragt anruft, wenn ihr mich in Gruppen zieht, dann kriegt ihr einfach instant einen Bann und einen Bann, sage ich schon, einen Block. Und ich hoffe, dass ihr das einfach versteht, weil, keine Ahnung, es ist einfach komplett nervig und. Ja, keine Ahnung, der Skype-Account ist halt nicht dafür da, dass ihr mich dazu spammt. Vor allem, weil ich mir die Videos sowieso nicht angucken werde. Ich werde auch nicht rangehen, wenn ihr mich anruft. Weil meistens habe ich eh was zu tun. Also ich habe eigentlich immer was zu tun, so mehr oder weniger. Und deswegen, wenn ihr mich einfach so random anruft, ich meine, würdet ihr da rangehen, wenn euch irgendein Typ, den ihr gar nicht kennt, anruft? Also ich meine, ihr würdet es eh nicht machen und dementsprechend ich auch nicht. Und das nervt einfach nur. Und deswegen wäre es cool, wenn ihr das lassen könnt. Also, ich weiß, es sind auch richtig viele dabei, die machen das einfach gar nicht. Die sind total nett über Skype und schreiben halt ab und zu mal mit mir. Und das finde ich auch richtig chillig. Aber es gibt halt auch so ein paar Leute, die das einfach ein bisschen, keine Ahnung, ausnutzen, dass sie es in Skype adden. Und das wäre cool, wenn ihr das lassen würdet. Also, jetzt die, die das machen, weil, keine Ahnung, so. Das wollte ich jetzt nur mal so am Rande erwähnt haben. Und ansonsten, ja, das Gameplay neigt sich langsam dem Ende zu. Ich fasse das Ganze jetzt nochmal zusammen. Also, wie gesagt, ich bin nicht da. Ich sehe es einfach schon kommen, dass mir einfach. Keine Ahnung, 1000 Leute denn in der Zeit was schreiben und dann, du bist so arrogant, verantwortest nicht. Aber, naja, so, auf jeden Fall bin ich halt nicht da. Und wenn ihr irgendwelche Ideen habt für das 50. Video hier, das 50. SG-Runden-Dingsens, dann könnt ihr mir das auch in die Kommentare schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, wenn ihr ein bisschen geschaut habt, schreibt einfach mal Hashtag Handy in die Kommentare, weil ich hier die ganze Zeit mein Handy in der Hand habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nach meinem tollen Urlaub wieder. Und ich würde sagen, wir sehen uns halt, wie gesagt, bei dem nächsten Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao, ciao.